Technik muss sich unterscheiden zwischen klassisch und Skating. Bei Skating würde ich Jonna Sündling nehmen, weil sie ist mega stabil auf dem Ski. Jede Bewegung, die sie macht, bringt sie einfach vorwärts. Im Klassisch würde ich Krista Permakowski nehmen. Generell sind die Finninnen sehr, sehr stark im Klassisch laufen und ich würde sagen, sie hat die perfekte klassische Technik. Bei Kraft würde ich wieder Jonna Sündling nehmen. Und zwar ist sie sehr kräftig und dadurch sehr stabil auf dem Ski. Und wie schon bei der Technik, jede Bewegung, die sie macht, bringt sie einfach vorwärts. Bei Finish würde ich Maya Dahlqvist nehmen. Sie ist wirklich im klassischen wie im Skating sehr stark auf den letzten Meter. Und ja, am meisten zu spüren bekommen ich das letzte Jahr im Weltcup in Davos, wo sie mich noch überspurtet hat auf den letzten paar Meter. Bei der Taktik würde ich Lynn Swann nehmen. Sie ist zwar letztes Jahr nicht gelaufen, aber in den vorderen Jahren hat man gesehen, im Sprint, aber wie auch im Massenstartrennen, dass sie einfach sehr clever sich im Feld bewegt und dann nachher eigentlich immer am Schluss da ist und meistens gewinnt. Da gibt es für mich eigentlich nur jemanden und das ist Jessie Diggins. Ich habe wirklich über ihr Limit raus. Manchmal habe das Gefühl, sie ist irgendwo in einer anderen Welt am Kämpfen. Aber gleich, sie kommt noch vorwärts und bleibt dran. Und am Schluss überspurtet sie noch alle.